So, dann geht's mal los mit dem schönen, schönen Lieblingsthema von mir. Ist Ernährung nicht so wichtig wie Training. Ja? So, ich gehe erstmal von jemandem, der Bodybuilding oder der Muskelaufbau auf Leistungsebene betreibt, und darum geht es ja auf diesem Kanal von mir, bei dem gehe ich erstmal davon aus, dass er eben normal isst. Was heißt jetzt erstmal normal essen? Ja? Für die meisten ist es ja eben, sag ich mal, nicht selbstverständlich normal zu essen. Ja? Normal im Sinne von, dass man eben nicht nur Schokolade, Chips und Gummibärchen isst, sondern eben, sag ich mal, das ist, was man essen würde, wenn man wirklich Hunger hat. Wenn ihr nach der Arbeit, nach 8 Stunden nach Hause kommt, ja, wenn ihr richtig wirklich Hunger habt, habt ihr da Bock auf Gummibärchen oder würdet ihr dann lieber irgendwo, sag ich mal, irgendwo essen gehen? Und da geht's schon los. Ja? Man isst in der Regel nie, sag ich mal, ungesund oder insofern was Schlechtes, wenn man wirklich Hunger hat. Nur die meisten, die essen irgendwas, weil sie eben total verkrampft sind, verspannt sind, feste sind von Stress und so weiter. Ja? Dann ist es normal, dass man eben, ja, dass man eben nicht normal ist, also eben im Sinne von Nahrungsmittel isst, ja, weil eben gar kein Appetit da ist, weil kein richtiger Hunger da ist. Weil wenn man wirklich richtig Hunger hat, dann will man nicht ein Brötchen belegt mit Gummibären haben, sondern eben man will halt was Deftiges, was Richtiges zu essen haben. Ja? Also warme Küche eben in der Regel. Ja? Und nicht, ja, ich habe jetzt richtig Hunger, gut, esse ich mal ein Brötchen Marmelade. Ihr wisst nämlich genau, was ich jetzt gerade meine. Ja? Wenn man wirklich Hunger hat, wenn man sich eben vom Kopf her so verhält, wenn man entspannt ist, wenn man für sich die richtige individuelle Denkweise hat, dann entspannt man eben so, dass eben sich ein Appetit aufgrund der Entspannung, also Testosteronausschüttung und Reduzierung, Stresshormone etc., dass sich eben ein Appetit und ein richtiger Hunger dann eben bemerkbar macht. Und wenn der da ist, dann kommt man nicht auf die Idee, sich irgendeinen ungesunden Scheiß reinzuhauen, sondern halt sich eben so zu ernähren, dass man eben wirklich was Richtiges isst. Ja? Wenn ihr zum Beispiel damals von der Schule nach Hause gekommen seid, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die meisten von euch, wenn sie zu Hause angekommen sind, dachten, oh Mama, wo sind meine Gummibärchen? Ja, vielleicht einmal in der Woche, ja. Aber was habt ihr dann am meisten gedacht? Habt ihr dann am meisten gedacht, hey, wo sind meine Gummibärchen? Oder eher, oh Gott, gleich gibt's richtig was zu essen, juhu. Ja, ich freue mich schon auf meine Kartoffeln, egal was, einfach auf richtiges Essen. Ja? So, wenn man eben, man isst in der Regel immer nicht schlecht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man eben sich normal ernährt, wenn der Kopf richtig für einen eingestellt ist und keinen Stress hat, ja, dann wird man in der Regel normal essen. So, wenn man eben sich bewegt, wenn man trainiert, ja, wenn man Muskeln hat, wenn man sich bewegt, wenn man einen aktiven Lifestyle hat, sage ich mal, ja, dann ist der dafür als Ursache entscheidend, wie viel man von dem normalen Essen, was man bisher gegessen hat, eben umso mehr isst, um dieser Anforderung von Training gerecht zu werden. Ja? Das heißt, man hat schon immer irgendwo normal gegessen. Ja? Nur muss eben dann allen klar sein, dass der Körper bzw. Die körperliche Konstitution, die man dann nach und nach bekommt durch das Training, dass die eben, wenn man entspannt ist, dann sowieso kommen, weil kein Mensch, der normal denkt, würde auf die Idee kommen, wenn er Hunger hat, nicht zu essen. Ja? Kein gesunder Mensch, kein Mensch, der mit einem gesunden Menschenverstand hat, der würde auf die Idee kommen, wenn er trainiert hat und Hunger hat, nichts zu essen. Das ist Blödsinn. Ja? Und deswegen sage ich, dass die Ernährung eben synergistisch ist, dass die Ernährung euch unterstützt. Ja? Aber was euch eben zu dem Körper bringt, den ihr haben wollt, ist eben das Training bzw. ein leistungsfähiger Körper. Wenn ihr nicht körperlich belastbar seid, leistungsfähig seid, dass ihr das Training schafft, was euch dahin bringt, dass ihr Körper X habt oder eben, dass ihr,
diese Muskulatur aufbaut, die für euch eben möglich ist, beziehungsweise das Training auch absolviert, was euer Körper überhaupt tolerieren kann. Und da muss man sich eben erstmal bewusst werden, wozu bin ich oder wozu ist mein Körper überhaupt tolerant? Was kann er aushalten? Und nicht einfach sagen, oh, ich gebe jetzt volle Kanne, weil Kumpel X und Freundin Y das auch gemacht hat, weil ich sehe ja, was wie deren Körper aussehen, ja. Sondern ihr müsst für euch rausfinden, ja, inwiefern ihr belastbar seid. Ja, und da muss man erstmal gucken, dass man eben, sag ich mal, das Training insofern hinkriegt, dass man eben erstmal die Übungen drauf hat. Und das ist eben das meiste oder das größte Problem bei den meisten Menschen, dass sie eben nur Heißluft produzieren beziehungsweise gar nicht wissen, wie sie trainieren oder die Übung richtig machen. Ja, damit geht es eben los. Ja. Guten Tag. Ja, damit geht es eben los, dass die Leute, die Trainierenden, nicht wissen, was sie machen müssen, dass sie eben dahin kommen, wo sie hinkommen wollen. Ja, und denken, ha, okay, ich trainiere jetzt schon und jetzt folge ich dem Rat, dass die Ernährung 90% ist. Und wenn das nicht hilft, dann nehme ich Kreatin und wenn das nicht hilft, dann gucke ich mal nach jemandem, der vielleicht krass aussieht, ja, und mal gucken, was der mir so empfehlen kann. Ja? Und das hat eben nichts mit Capri-Sonne und Ananas zu tun. Ne? Deswegen wird Training immer und ewig, ja, beziehungsweise Leistung. Leistung wird immer und ewig an erster Stelle stehen. Es wird niemals anders sein. Es war auch noch nie anders und es ist auch nicht anders. Ja? Wer meint, dass man einfach nur mit Ernährung abnehmen kann, dann eher insofern, dass man eben, sag ich mal, das isst, was man eben nur braucht, was eben wieder zur Folge hat, dass man eben den Kopf auch wieder anders einstellt. Ja, das heißt, es hat nicht mit Ernährung zu tun, sondern eben mit der Kopfeinstellung. Es hat immer mit Training und mit dem Kopf zu tun. Es hat nie direkt mit der Ernährung zu tun, dass man sagt, hier, ich kann mir Muskeln anfressen. Man konnte sich noch nie Muskeln anfressen. Ja? Muskeln kommen aus dem Grund, weil man eben etwas gemacht hat. Ja, und an diese Ursache, an diesen Umstand passen sie sich an und nicht an den Umstand, oh, ich habe jetzt 30 Cheeseburger gegessen, oh ja, jetzt ist mein Latt aufgepumpt mit Cheeseburgern. Ja? Das ist Quatsch. Ja? Also es ist irgendwo schon richtig, dass man hinterher, sag ich mal, die Nährstoffe ins Blut kriegt und eben, sag ich mal, so mit der Muskulatur. Aber es stimmt nicht, dass man sich einfach nur Muskulatur drauffressen kann. Ja? Der Muskel passt sich eben an das an, was von ihm gefordert wird. Und das ist eben das Training, das ist eben die Belastung. Ja? Und wenn man seinen Muskel nicht richtig belasten kann und vor allen Dingen, ich sage jetzt bewusst reizen und nicht terminieren. Ja? Aber dazu komme ich mal nochmal im nächsten Video, das kommt dann gleich danach im Anschluss. Wenn man Übungen nicht drauf hat und wenn man immer noch denkt, sag ich mal, nur minimal zu trainieren, ja, also quasi in einem Sinne, dass man weit, weit entfernt ist von Leistungstraining, sondern einfach, dass man denkt, ha, gut, jetzt habe ich etwas für meine Muskeln getan. Ja. Also ich spreche eben auch die Leute an, die halt auch wirklich auf Leistung trainieren wollen und nicht die denken, ich möchte schon richtig Muskeln kriegen, aber irgendwie, ja, ich kriege das schon hin, ja, mit minimal Aufwand. Man merkt euch eins, ein Körper sieht immer so aus wie, ein Körper sieht so aus, wie er imstande ist zu leisten, ja, beziehungsweise ein Körper sieht immer so aus, was er eben leisten kann, ja. Das ist eben ganz wichtig zu verstehen, ja. Ein Körper, der mega, mega Power hat, ja, der wird nicht schlecht aussehen, ja. Also ich rede jetzt, sagen wir, von einem Körper, der wirklich harmonisch trainiert wurde, also eben, wo alle Muskeln trainiert wurden, wo die Körperhaltung richtig ist. Jemand oder ein Körper, der einfach toll aussieht, ja, davon rede ich. Und wenn man nicht so trainiert, dass man eben eine harmonische Balance reinkriegt, eben, wie gesagt, eben alle Muskeln trainiert und eben damit eben eine gute Körperhaltung hat. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann wird man eben auch auf ewig auch wieder unter seinen Möglichkeiten bleiben. Ja? Jemand, der seinen Rücken nicht trainiert, der seine,
der seinen Trapezius nicht trainiert, der wird eben eine schlechte Brust haben und eben auch gleichzeitig wird er seinen Rücken weniger spüren können, weil eben die Schulterblätter nicht ganz hinten sind, wie sie es normalerweise hätten sein sollen. Ja. Was noch dazu kommt, ist, wenn man nur denkt, dass man, sag ich mal, ja, wie gesagt, wie es schon wieder diese Regel sagt, Ernährung ist 90% und Training ist 10%. Diesen Menschen würde ich mal gern sehen, weil dieser Mensch hält es schon für eine Selbstverständlichkeit, sag ich mal, sehr viel Leistung zu geben. Ja? Deswegen kann man genau diesen Satz nicht pauschalisieren, weil die meisten Menschen denken immer noch, dass es so ist und akzeptieren diesen Satz, auch deshalb, weil sie eben keine Lust haben, oftmals, nicht immer, weil sie oftmals keine Lust haben, Leistung zu geben. Sie möchten einen schönen Körper haben, aber gehen nach dem Minimalprinzip. Ja? Sie investieren so wenig Leistung wie möglich da rein und erwarten dann durch ihre schöne Ernährung, die ja so kunterbunt ist und Eiweiß und hier hast du nicht gesehen, dann den Zuwachs. Aber genau so ist es nicht. Es ist genau umgekehrt. Wenn ihr Power gibt, Leistung gibt, wenn ihr die Übungen drauf habt, wenn ihr euch das Spaß macht, wenn ihr jeden Tag trainieren gehen könntet, wenn ihr denkt, boah, ich heute knallt's richtig im Studio, ja, und ihr schon vorstellt, wie ihr Gas gibt, ja, dann wird es auch so sein, dass ihr nach und nach einen tollen Körper bekommt. Ja. Wer eben reizen kann, ist deutlich im Vorteil als derjenige, der nur terminieren kann. Weil das Problem ist ganz einfach, dass wenn jemand am Anfang steht und trainiert, ja, ich sage, oder besser gesagt in Anführungszeichen trainiert, dann wird diese Person Muskeln kriegen, weil der Körper überhaupt an keinste Belastung gewöhnt ist und eben bei kleinster Belastung eben schon sofort ein Stimulus entsteht, ja, den der Körper eben, sage ich mal, bearbeiten kann zu einem Muskelaufbaureiz. Ja. Das heißt, ein Körper, der noch nicht trainiert ist und noch kein Training erfahren hat, der hat eben auch gar nicht so hohe, Belastungsmöglichkeiten. Ja. Oder anders gesagt, wenn ihr am Anfang eures Führerscheins seid oder Autofahrt, ja, und den Führerschein seit 2 Tagen habt und ihr die Durchschnittsperson seid, ja, dann ist es so, dass ihr euch in der Regel nicht traut, die krassesten Himmelfahrtskommandos am Steuer zu verbringen, ja, sondern eben, sag ich mal, normal zu fahren. Und man kennt es ja, je mehr man am Anfang von etwas ist, desto schneller sind da noch die Fortschritte. Ja? Weil die Belastung, der Stimulus an den Körper, an den Kopf noch nicht so hoch ist, wie wenn man zum Beispiel eine Sache schon viel länger gemacht hat. Ja, dann, wenn man eine Sache schon sehr lange gemacht hat, egal ob Autofahren, ob Training, ob sonst was, wenn man einfach schon sehr, sehr viel Routine in einer Tätigkeit hat, dann wird man in diesem Bereich auch nur sehr, sehr, sehr langsam besser. Ja, wenn man zum Beispiel Go-Kart fährt die ersten 2 Jahre, dann wird man sich bestimmt enorm verbessern in seinen Skills oder Fähigkeiten. Wenn man aber dann in der Formel 1 fährt oder in der Formel 3, was auch immer, dann werden die Fortschritte, die ihr selbst wahrnehmen könnt am Steuer, werden immer kleiner. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit dem Beispiel Kart fahren, ja, oder sagen wir Sonnenbad. Ja? Am Anfang reichen jedes Mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde und ihr werdet nach einer Woche merken, boah, habe ich mich verändert. Aber wenn ihr bereits braun seid, dann werdet ihr noch minimale Veränderungen merken und vor allen Dingen müsst ihr euch viel mehr Gedanken machen, wie soll ich mich jetzt eigentlich sonnen, dass ich eben auch keinem Risiko ausgesetzt bin. Und das verstehen die meisten nicht. Ja? Das ist der Unterschied eben zwischen Stimulieren und Terminieren. Ja? Am Anfang ist Stimulieren leicht, ja? Aber die meisten wissen nicht, dass sie stimulieren, weil sie einfach nur durch ihre nicht vorhandene Routine einfach irgendwas machen. Dann merken, oh, jetzt habe ich ja schon einen Pump, okay, lasse ich erstmal. Weil durch die Unwissenheit will der Körper euch schützen. Wenn ihr unwissend seid bei etwas, habt ihr etwas Angst, was passieren könnte, wenn man etwas macht. Ja, weil man eben noch keine Routine hat, man hat eben da noch keine Erfahrung. So, und dann wächst der Muskel relativ gut. Aber irgendwann geht genau dieses Vorgehen, was eben in dem Moment noch unterbewusst ist, irgendwann verloren, beziehungsweise man geht dann zu einem Verhalten rüber, wenn man im Studio ist, dass es dann eben genau andersrum ist. Ihr denkt, ihr würdet stimulieren, ja, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Am Anfang denkt ihr, wenn ihr die erste Woche in eurem Leben trainiert, denkt ihr, oh, ich gebe Vollgas. Und das ist genau das Gegenteil. Ihr stimuliert in dem Moment. Ja.
Und dann, weil wenn ihr am Anfang seid, würdet ihr nicht gern sagen, ich bin jetzt am Anfang, ich stimuliere jetzt nur, ja? Weil kein junger Mensch will dann in seinen jungen Jahren sagen am Anfang, oh ja, ich stimuliere jetzt erstmal ein bisschen, ja? Sondern er wird zu seinem Kumpel sagen, ich hau jetzt voll drauf, ja? Weil der will nicht dastehen wie eine Pussy, ja? So. Und wenn diese Person dann anfängt, wird sie trotzdem eben nicht zu viel machen, ja, weil sie trotzdem zum Beispiel etwas Angst hat, was dann vielleicht passieren könnte. Und genau das, diese Vorsicht, ist genau das, was diesen Muskel zum relativ optimalen Stimulus verhilft, ja, eben zur Stimulation. So, weil der Muskel auch eben auch gar nicht dazu fähig wäre, sich selbst ins Auszuschießen, weil er noch gar nicht über die Kapazitäten verfügt. Ja. So, und wenn dann jemand... wenn man dann zum Beispiel 2 Jahre Erfahrung hat, dann ist dann im Studio, wo dann schon sehr, sehr viele muskuläre Zuwächse kamen in Form von Hypertrophie, also Querschnittsvergrößerung, dann ist es eben so, dass die Leute oder dass die Trainierenden eben im Studio dann denken, sie würden stimulieren. Ja? Und genau das Gegenteil tritt dann ein. Sie denken, sie würden stimulieren, ja, weil sie dann relativ professionell rüberkommen wollen. Hier, ich gehe dorthin, aber ich versuche nur die Muskeln zu reizen, ja, weil ich bin ja der Experte und so weiter. Und merken dann gar nicht, dass sie durch diese ständige Vollgas geben. Ja, einfach nur Gewichte und bam, ne, zeigst den Frauen, dass ich der geilste Experte bin, der geilste Hecht im Studio überhaupt bin, dass man Power hat. Ja. Es ist klar, dass man irgendwo Leistung braucht, aber wenn man diesen Leistungsgedanken dann fehlinterpretiert und sagt, hey, ich gebe heute einfach nur schlicht und ergreifend stupide Vollgas, ja, dann wird das die ersten paar Male in einen Reiz resultieren. Aber die Frage ist dann, hat man überhaupt diese Toleranz für dieses Training? Ja? Und welches, steht das Gewinn oder wie soll man das ja, das Auftrags- und Verlustrisiko in Einklang, ja? Wenn man eben nur darauf aus ist, Vollgas zu geben, ja, dann kann man, ja, dann bringt es euch nichts, mit diesem Gedanken ins Studio zu gehen und zu meinen, dass das alles wäre, beziehungsweise den Leistungsgedanken so zu interpretieren, einfach nur Vollgas zu geben, weil wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen, ja. Terminieren können die meisten, weil terminieren heißt einfach nur, ich mache mich fertig. Ich mache mich physiologisch fertig, ja, aber begreife gar nicht, was eigentlich stimulieren heißt. Was heißt stimulieren? Ja? Stimulieren heißt eben, da aufzuhören, wo es am schönsten ist. Ja? Eben dann, wenn man, zumindest ist es im Bodybuilding so, den größten und stärksten, kräftigsten Pump hat. Weil man dann merkt, oho, jetzt habe ich die Muskulatur einmal voll benutzt. Ja? Das ist eben stimulierend, dass man eben, sag ich mal, so trainiert, dass man bei dem Aufwand, den man eben, sag ich mal, ja, vollbracht hat, auch den maximalen Nutzen bekommen hat, ja, aber nicht darüber hinaus. Ja, das ist wichtig, weil wenn man dann darüber hinausgeht, dann ist es wieder so, dass dann wieder zu hohe Erschöpfung eintritt, ja. Das ist die Sache dabei und das ist eben auch das, was die meisten daran nicht verstehen, was eben der Unterschied ist zwischen terminieren, also ne, Terminator, Zerstörer, Zerstörung und stimulieren, also eben nur dazu bringen, dass man, sag ich mal, sich selber eben aufbaut und nicht einfach nur kaputt macht, ja, das ist eben der Unterschied. Beziehungsweise, oder anders gesagt, stell dir mal vor, ihr trefft euch, ich spreche jetzt die Männer an, ihr trefft euch mit einer Frau, zum Beispiel das dritte Mal, oder kommt zu ihr mit einem Strauß Rosen oder mit einem Blumenstrauß. Sie wird sich freuen, ja, und es ist eine viel schönere, reinere Freude, ja, eine authentischere Freude, als wenn ihr hinkommt mit einem Bollerwagen voller Sträuße. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Und das meine ich, manchmal ist nicht mehr auch mehr, manchmal ist weniger mehr und manchmal ist vor allen Dingen eine smarte Herangehensweise viel mehr. Das ist das Ding. Ja, sicherlich wird diese Frau euch nicht hassen dafür, dass sie im Bollerwagen ankommt, aber es wäre einfach vom Gedankengang schon viel, viel schöner, nur einen Strauß zu nehmen, ja, und das auf Dauer zu halten, ja, als einmal oder mehrere Mal im Bollerwagen voller Blumenstrauß zu kommen. Ja? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Lars. Macht's gut. Ciao.